Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit einer neuen versteckten Errungenschaft, die ich selber noch nicht habe. Die machen mir immer am meisten Spaß. Sie heißt Reiseführer für eine verlassene Insel. Und sie findet schon wieder auf Yashiori statt. Es gibt sehr viele versteckte Errungenschaften und ja, verschiedene Erkundungsobjekte auf Yashiori. Und ja, Reiseführer für eine verlassene Insel, was bedeutet das? Das ist ganz einfach und zwar müssen wir alle Schreine auf Yashiori finden und mit ihnen interagieren. Das habe ich anscheinend noch nicht gemacht, lustigerweise. Was ich mich ehrlich gesagt wundere, wie zum Teufel das möglich ist, aber ist ja egal. Jedenfalls gibt es diese Schreine auf Yashiori, mit denen man interagieren kann. Und die haben auch ein bisschen Text, ein bisschen Kontext und so. Und ja, wir schauen uns das jetzt einfach zusammen an und am Ende kriegen wir dann hoffentlich die versteckte Errungenschaft. Ein gewöhnlich aussehender Schrein ohne besondere elementare Spuren, Untersuchung. Der Schrein scheint in gutem Zustand zu sein, scheint vor nicht allzu langer Zeit gut gepflegt worden zu sein. Warum er sich um diesen Ort gekümmert hat, mag eine sorgfältige Person gewesen sein. Aber ansonsten gibt es keine Anzeichen dafür, dass jemand hier war. Seltsam. Also, es sieht so aus, als ob jemand hier gewesen ist. Tja, das war auf jeden Fall schon mal nicht der fünfte. Und ja, dieser Teleportationspunkt bringt uns zu den nächsten beiden tatsächlich. Vom Teleportationspunkt geht ihr einfach straight, geradeaus und dann müsst ihr hier so runterspringen. Und tappt hier den nächsten Schrein. Hier gibt es auch einen Schrein. Sollen wir ihn uns ansehen? Genau das gleiche. Dieser Schrein sieht sauber und aufgeräumt aus und verströmt einen schwachen Duft der heiligen Sakura. Vielleicht hatte jemand vor nicht allzu langer Zeit gebetet. Aber ansonsten gibt es keine neueren Spuren. Es ist der Geruch von Blüten der heiligen Sakura. Chojis Mutter könnte hier gewesen sein. Und unlängst auch noch. Tja, das ist ein Hinweis auf eine andere Quest. Errungenschaft, Schrägstrich, whatever. Da wird es auch noch eine versteckte Errungenschaft geben. Das ist, glaube ich, direkt die nächste auf meiner Liste, die ich noch abarbeiten muss. Und genau. Dann direkt hinter dem Mago Ukenki, Vorsicht, dass ihr nicht aus Versehen den Kampf startet, befindet sich auch noch ein Schrein. Dieser Schrein sieht so neu aus. Lass uns ihn untersuchen. Gewöhnlich aussehender Schrein, bla bla bla. Das Holz dieses Schreins ist schon etwas älter, aber gute Pflege hat das stumpfe Äußere eher charmant als abgenutzt aussehen lassen. Es scheint, dass jemand oft hierher kommt, um sich um diesen Schrein kümmert. Oh, und da habe ich die Errungenschaft tatsächlich schon bekommen. Ich zeige euch aber natürlich noch die anderen Schreine. Und zwar geht's hier drüben weiter. Und hier müsst ihr einmal durch diese Donnerbarriere gehen. Genau. Ach so, ich kann jetzt mit dem Schrein nicht mehr interagieren, weil ich es schon gemacht habe. Genau, aber das hier wäre Nummer 4. Und lustigerweise direkt daneben ist auch schon Nummer 5. Und zwar hier bei diesem jungen Mann. Und das hier wäre Nummer 5. Aber auch mit dem haben wir schon interagiert. Deswegen kommt da jetzt für mich nichts mehr. Und das war's. So erhaltet ihr Reiseführer einer verlassenen Insel. Wir töten jetzt den noch kurz. Ich meine, jedes Yashiori-Video beinhaltet irgendwie, dass man Samurais tötet. Deswegen kann ich den jetzt nicht am Leben lassen. Das ist einfach so. Yashiori bedeutet einfach Samurai töten. Das gehört einfach dazu. Reiseführer für eine verlassene Insel. Finde alle Schreine auf der Insel Yashiori. Ja, wieder eine kleine versteckte Errungenschaft. Ausnahmsweise tatsächlich mal, ohne dass wir einen Samurai töten müssen. Aber ich habe es jetzt einfach trotzdem gemacht, weil man will irgendwie immer einen Samurai töten, wenn man auf Yashiori ist. Und ja, ich hoffe, euch konnte ich mit der Errungenschaft weiterhelfen. Und wenn ihr weitere Tipps, Tricks, Guides und Videos zu Errungenschaften in Genshin Impact haben wollt, klickt auf jeden Fall in den Link in der Videobeschreibung. Ich habe schon hunderte Errungenschaften auf meinem Kanal vorgestellt und gezeigt, wie ihr sie bekommen könnt. Und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.